Welcome to another day of ITM 2024. So excited to be here with you. I'm Li Wei Hora. Hallo, ich bin Sabine Rösner und ganz herzlich willkommen zum internationalen Klopfmonat 2024. Wir sind so froh, dass wir hier sind. Hallo. And so we got together at the Stuttgart meetup, right? And we came across, as you'll see at some point in a video somewhere, we came across dancing, didn't we? Oh, that was really fun. Ja, wir haben uns hier getroffen in Stuttgart zu einem Treffen von Klopfern, von Practitionern, und du wirst es nachher im Video sehen, wir haben an eine Tanzveranstaltung sind wir gegangen, haben wir gesehen. Das war wirklich spaßig. Du wirst sehen. So we thought we would use the setup statement, we would offer that to you today, all about the fear of dancing in public, is that right? Ja, wir haben uns überlegt, dass wir mit dir eine Klopfrunde machen und ein Setup Statement anbieten, wo es darum geht, in der Öffentlichkeit zu tanzen und die Angst davor zu bearbeiten, weil es hat so viel Spaß gemacht. Mach mit! And so we're going to do one round completely in English and then in German. Okay, erst gibt es eine Runde komplett in Englisch. Ich werde an den Punkten klopfen und danach gibt's die Runde auf Deutsch. So shall we begin? We shall. Wir fangen an, genau. The setup statement is, even though I really want to dance, I'm afraid to in public. And I deeply and completely love and accept myself, or that's just where I'm at. So we'll just, you want to do three or should we just jump into it? What do you think? Just another one. Okay, even though I really want to dance, I'm afraid to do so in public, and I deeply and completely love and accept myself, or that's just where I'm at. Okay, let's begin. I'm so afraid to dance in public. It's so scary. It's so scary to me to dance in public, but I really, really want to. Everyone looks like they're having fun. That could be me too. It's so scary though, I'm afraid. What will people think? I'm so afraid. I really, really want to though. I really want to dance. What's holding me back? It looks so much fun, but I'm so scared. So scared. I'm so scared to dance in public, but I really, really want to. I really, really want to. Yes. So now we'll do it in German. Auch wenn ich so gerne tanzen möchte und diese Angst habe, ich bin okay, genau so wie ich bin. Oder ja, so geht's mir eben gerade. Und auch wenn da diese Angst ist, in Öffentlichkeit zu tanzen, und ich würde so gerne mittanzen, ich bin okay und gut, genauso wie ich bin. Ja, ich habe solche Angst zu tanzen. Ich habe solche Angst zu tanzen. Dabei würde ich so gerne mittanzen. Das sieht so toll aus, wie die alle tanzen. Und jeder tanzt für sich. Aber ich habe solche Angst, mitzutanzen. Was denken die anderen über mich? Was, wenn ich blöd aussehe? Was, wenn irgendjemand anfängt zu lachen? Dabei würde ich so gerne mittanzen, aber ich habe Angst, dass ich blöd aussehe. Und so bleibe ich am Rand stehen. Nein, ich möchte so gerne mittanzen, aber ich habe Angst, was die anderen über mich denken und dass ich vielleicht blöd aussehe. Aber ich bin gut, genau so wie ich bin. Okay. So we hope that that brings some relief to you for this life's common situation theme. Ja, wir hoffen, dass euch das etwas Erleichterung bringt für dieses im Leben doch häufiger vorkommende Thema. Und klopft einfach so häufig, wie ihr wollt, diese Runde. Just keep on tapping several rounds, just till you feel really relieved. So, Sabine, where can people reach out to you? They can find me on LinkedIn as Sabine Rosner. They can find me as well under my YouTube channel EFT Unterwegs and Klopfkongress, Klopfen befreit. And just so you know, Klopfen Congress means tapping summit in German. It's like the largest one, right?
Yeah, that's it. That's it, yeah. It's pretty impressive. So we hope you've enjoyed it. Please do share this with all your friends and network and everybody who you think would enjoy learning about EFT tapping. And if you happen to be a practitioner, send a note to your local media, because August is International EFT Tapping Month, or World Tapping Month, whatever you want to call it. Thank you so much, and until the next time, see you. Herzlichen Dank fürs Dabeisein. Wenn dir das gefallen hat, bitte teile es mit deinen Freunden, mit Bekannten. Und wir freuen uns darauf, wenn du nächstes Jahr beim Internationalen Klopfmonat wieder mit reinschaust, mit dabei bist. Aber jetzt dauert es noch ein paar Tage. Sei dabei, hab Fun. Viel Spaß, danke. Bye, bye. Bye, tschüss.